Ich habe diese Woche genug gelernt. Scheiße, Prüfung. Was? Na, meine lieben Crunchies, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge YouTubers Live. Ich habe das Spiel gerade neu gestartet, weil man sieht hier die Schatten, alles ist aus. Das Spiel sieht ein bisschen hässlich jetzt aus. Ich dachte für diese Folge mal, das vielleicht einfach mal die niedrigste Auflösung von dem Spiel zu nehmen, damit es nicht ganz so ruckelt. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was euch lieber ist. Ja, leider muss ich dieses Spiel dann neu starten. Und ja, hier ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, also ich kenne den jetzt, ist ein Bekannter, aber wir sind noch nicht richtige Freunde, deswegen. Ich habe hier gerade mein Geld bekommen. Genau, von diesem Moment an konnte ich zu Partys gehen, wann auch immer ich wollte, und mal jeden meiner Freunde einladen. Machen konnte ich dies durch meinen Kalender im Handy. Genau. Manche Veranstaltung hat eine Kleiderordnung, also musste ich immer ein passendes Outfit finden. Ich konnte die Kleiderordnung jeder Veranstaltung sehen, indem ich im Kalender auf sie klickte. Und was habe ich gemacht, wenn ich kein passendes Outfit besaß? Ich bin einfach einkaufen gegangen, ganz einfach. Klicke auf den PC. Oh, ich habe überhaupt keinen Bock, was anzukommen. Ja, okay. Oh, da kommt die Mutter schon wieder. Clothing Shop. Ich hatte die Kleidung gekauft, die ich benötigte, um zu Events zu gehen und um mehr Erfahrungen zu erhalten. Die ganze Kleidung hatte ich im Schrank verstaut. Wenn ich auf eine Veranstaltung ging, machte ich mich von nun an nie mehr zum Affen. Ja, was können wir denn mal kaufen für so eine Party? Was ist denn für so eine Party richtig sexy? So Smoking. Nee, wir machen so ein Rockstar-Outfit für die Frauen, ey. Superhelden-Outfit. Ich verarsche, was ist das denn? Hier, wir nehmen so eine schwarze Sweatjacke. Ist doch so sexy. Oder ein Sweatshirt. Nehmen wir ein Sweatshirt hier für 25. Passt. Kaufen wir. Nice. Und ich habe das Gefühl, ich habe den Sound, glaube ich, ein bisschen lauter gemacht. So, sorry. Oh, unsere Mutter kommt. Die Schule hat angerufen und mir gesagt, dass du eine Menge in dieser Woche verpasst hast. Lass den Computer mal... Ja, halt's Maul. Ich will YouTuber werden. Ja, wir gehen ja schon lernen, Mama. So, Prüfungsdatum. Ich kann nicht so schnell lesen, Mann. Dann würde ich sagen, gehen wir auch mal arbeiten. Und dann müssen wir auf jeden Fall mal mit dem Video drehen. Ah, wir müssen doch noch so ein Video machen für den. Shit. Das ist dieses Videofrist. Shit. Fuck. Wie heißt das Video? Was mussten wir für den aufnehmen? Irgendwie sieht das voll hässlich aus, so. Ich glaube, ich mache es beim nächsten Mal wieder anders. Was ist euch lieber, 60 FPS oder müssen wir jetzt von dem... Ja, okay, es ist so, naja, bewertet. Wir machen jetzt einfach ein Gameplay davon. So, perfekt. Ah, shit. Gehen wir erstmal eine Runde schlafen. Coole Begrüßung. Und dann nehmen wir doch dieses neue Gaming-Video auf. Und zwar, genau... Video starten. Perfekt. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was euch lieber ist, ob ihr... Lassen wir einfach so. Was euch lieber ist, ob wir ob ihr lieber mehr FPS habt, also dass es flüssiger läuft und dafür halt eine schlechtere Grafik von dem Spiel ist. Tut mir echt leid, aber mein PC schafft es einfach nicht mehr. Ah ja, lade das Spiel. Ja, dann machen wir mal eine coole Begrüßung. Machen wir den Crunchies eine coole Begrüßung, ne? Genau, das Spiel hängt sich auf. Ah ja, dann singen wir mal ein bisschen, damit man das gar nicht so merkt, dass sich das Spiel aufgehangen hat. Einfach ein bisschen singen und sagen, dass es wegen dem schlechten Gesang war, ja. Ein interaktiver Ladebildschirm. Dann machen wir ein lustiges Commentary dazu, damit es auch gar nicht auffällt, dass da ein Ladebildschirm ist. Ja, und dann würde ich sagen, ein Spieltutorial. Machen wir eine fröhliche Äußerung. Ja. Wir hassen zwar das, aber wir überspielen das einfach mal, dass es einfach anschaulich ist. So. Ja. Das kann man wieder super zusammenschneiden. Nicht. So. Besser kann man es dann aber auch, glaube ich, nicht zusammenschneiden. Also ein bisschen ärgerlich. Machen wir jetzt Farbe.
und das drauf, rendern das. Interesse 58, Inhalt 105. Ich habe eine Skype-Nachricht nicht so gut. Dead-Vorbereitung. Videoqualität 71. Ja, eigentlich passt. Also laden wir das mal hoch. Magst du derzeit? Nein, ich möchte das nicht. Dankeschön. In der Zeit. Ja, was machen wir denn in der Zeit? Shit! Das Video ist ja gar nicht pünktlich. Haben wir jetzt verkackt, weil wir das Video noch nicht hochgeladen haben. Shit. Ich habe diese Woche genug gelernt. Scheiße, Prüfung. Was? Die Prüfung? Ich habe gegen mein Mikrofon gestanden. Eine Eins. Eine Eins, Digga, Eins. Aber wir wollen ja YouTube-Star werden. Oh, jetzt kommt die Mutter. Was ist jetzt? Herzlichen Glückwunsch, du hast eine 1. Eine fast perfekt. Was will die denn? Eine fast perfekte Note, eine 1? Ich hab's nicht gelesen. Aber es stand irgendwas mit $50. Kommt jetzt schon wieder. Verpiss dich doch. Schlafen, essen, arbeiten. Gehen wir mal Autos waschen. Nice, würde ich sagen. Wo bin ich denn eigentlich hier? Ja. So, sammeln wir das mal ein. Das ein, sammeln. Oh, wir haben einen neuen Talentpunkt. Was ist das? Sprachgewandt. Du bekommst 6% mehr Abonnenten mit angezockten Videos oder Unboxing-Videos. Gut. Nehmen wir das halt. Können wir nicht auch schon Vlogs machen? Ich weiß es nicht. Oha, wie viele Leute es da gibt. Wie viel Karten? Einkommen. Ich weiß es nicht. Aber irgendwann kann man auch auf Vlogs machen. Neue Talentpunkte. Komisch. So, dann, bewerben wir das Video mal, weil wir haben jetzt noch ein bisschen mehr Geld und dann. Ja, komm, wir gucken mal, was es für neue Spiele gibt. Vielleicht gibt es ja mittlerweile mal neue Spiele, die wir let's playen können an. Auf Amazing On. Ich finde es mir wieder lustig. Auf Amazing On und zwar 30. Dezember. Irgendwie ja nicht, ne? Also, ich weiß auch nicht, aber. Gut, dann gehen wir halt immer noch mal eine Runde arbeiten. Geld verdienen. Ne? Oh, nee. Oh, ich dachte, meine Mutter kommt schon wieder. Die putzt aber auch noch den ganzen Tag. Oder macht die auch mal irgendwas anderes? Vielleicht, dass sie mir was zu essen macht oder so. So kann mir ja mal so ein Sandwich bringen oder so. Wenn ich hier was aufnehme. Ich mir ein Gameplay-Video, weiß aber leider nicht, wie ich das aufnehme. Ja, komische Kerl, dann kriegen wir ein paar Spiele. Entschuldigung. Erscheint bald heute. Paketzustellung. Videofrist, okay. Ah, genau. Und diesen 10. da ist ja auch. Das willst du von mir. Du hast. Ja, warum soll ich. Ich will nicht lernen. Ich habe schon eine 1. Ach, guck mal, da ist unser Spiel. Neu verfügbar. Ach, das ist dieses Spiel. Also neues Gaming-Video. Das ist mega schlecht bewertet, aber wir kriegen dafür ja. Haben es raus, Dezember. Ja, okay, dann machen wir. Wir müssen ja auch mal ein Video davon machen. Ich meine, man kann ja auch nicht immer nur Videos machen, die super gut ankommen. Ich meine,
es gibt ja auch Leute, die feiern dann das. Das ist zwar nicht der Großteil, aber man muss halt auch mal Videos machen, die vielleicht nicht so jedem gefallen. Genau, starten die Aufnahme, mach mal wieder meine normale Begrüßung. Dann, erstes Spiel. Lernen, wie man es spielt. Ja, da wir ja immer noch nicht wissen, wie das geht, wenn wir das erstmal spielen, haben wir mal wahrscheinlich einen sinnlosen Kommentar wieder rausgehauen. Das funktioniert, das war nicht gut, okay. Machen wir noch einen mörderischen Blick hinterher, weil das Spiel hängt sich auf. Das mögen wir nicht so und... Ja... Das ist jetzt nicht so super, die Aufnahme, aber... Boah. So, rendern und hochladen. Ja, aber Interesse immer noch 47. So schlecht ist es gar nicht. Macht ihr ein Skript für euer Gaming-Video? Also ich mach das nicht. Willst du mich unterhalten? Nein, nein. Als ob dieser PC schon wieder kaputt ist. Wollt ihr mich verarschen oder was? Ja, hier, reparier. Hallo? Du kannst doch den PC nicht reparieren, wenn ich da was hochlade. Hallo? Nee? Oh, ich habe schon wieder nicht gedacht, mein Handy aus. Aber da kann man ja mein Upload abbrechen. Es lädt aber noch hoch, ne? Ja, es lädt noch hoch. Okay, das Spiel lädt hoch, das heißt... So, wir holen uns erstmal XP. Bis wann muss das... Bis 9? Ja, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Okay, wir lernen mal ein bisschen nicht, dass unser Mutter gleich wieder reinkommt. Weil die kann uns nämlich... Sarkastischer Kommentar, das bin so ich. Hundertprozentig. Nicht, dass die Mutter jetzt nämlich gleich wieder kommt, dann kriegen wir ein paar auf den Arsch. Danke, dass du für mich das erledigt hast. Ich hätte nicht einmal gewusst, wo ich hätte anfangen sollen schreiben. Ja, nice. Einfache Verabschiedung. Okay, wir lernen jetzt mal ein bisschen, damit die Mutter uns nicht ganz so hart natzt. Dann... Oha, haben wir viel Geld. Was machen wir jetzt? Nee, das fördern wir nicht, weil das ist... Gehen wir arbeiten und zwar... Gehen wir nochmal Zeitung austragen. Drei und... What the fuck? Ich würde dann mal sagen, dann rüsten wir noch ein bisschen auf. Ja, keine Ahnung, wir können ja eine bessere Tastatur dazu kaufen. Tastatur, ja... Tastatur, Monitor... 21 Full-HD-Monitor. 150, aber das ist auch... eine Menge Geld. Aber wir haben ja 300, also von dem her nicht. Naja, wir kaufen uns erstmal eine Maus, eine Webcam haben wir ja schon, Mikrofon, Kopfhörer, Schnittprogramm. 10 CPUs, weißes Gehäuse. Ja, also ich meine, nee, reicht schon so. So. Ich erinnere mich daran, dass Taken-Tastaturen direkt um die Ecke ist. Ja, das finde ich aber schön. Ja, guck mal, jetzt kommt uns Paketlieferung heute noch. Perfekt. Unsere Tastatur. Kommt unsere Maus jetzt auch gleich an? Alter. So eine ähnliche Tastatur hatte ich früher aber auch. Ja, voll die geile Maus eigentlich. Nee, ich wollte eigentlich gucken. Okay. Komm, wir hauen jetzt einfach nochmal ein gutes Video raus, weil... Hä, die sind alle jetzt voll schlecht bewertet. Ja, voll kacke. Ah, diese Game-Messe ist doch jetzt auch bald. Ich würde sagen, wir gehen nochmal eine Runde arbeiten. Oh ne, das hätten wir vielleicht nicht mal so gehört, dass wir mal schlafen gehen sollen. Die kommt jetzt komplett am. Franzi kommt wieder mit komplett am Arsch nach Hause. Pass auf. Oh nein. Du hast eine neue Videokategorie. Ah, jetzt! Videokategorie freigeschaltet. Ich habe angefangen, neue Zuschauer zu bekommen und hatte gleich das Bedürfnis, mich vor die Kamera zu setzen und meine Gedanken mit ihnen zu teilen. Machen konnte ich das bei.
eigentlich jeder Veranstaltung. Ich musste einfach nur auf meinen Charakter klicken. Nice, wir können jetzt Vlogs machen. So, Abonnenten. Ach, weh. Ja, komm, schlaf mal eine Runde. Dann frisst du mal was. Obwohl, eigentlich könnte unsere Mutter uns auch mal was zu Frühstück machen und können uns das hinstellen, damit wir einfach mal was aufnehmen können. Mama, mach uns was zu essen, komm. Putz doch nicht hier die ganze Zeit. Es ist eh dunkel. Geh doch ins Bett oder so und mach was zu essen. Keine Ahnung. Boah, okay. Genau. Jetzt ist nämlich... Zieh dich um. Das beginnt jetzt nämlich diese Spielemesse. Und wen wir dort kennenlernen, ob wir da irgendwelche großen YouTuber kennenlernen, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich nehme jetzt nochmal eine Folge am Stück auf. Das heißt, falls ihr jetzt geschrieben habt, dass die Qualität wieder ändern soll, mache ich dann in der nächsten Folge. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, drückt auf den Daumen nach oben, schreibt euer Feedback zu dem Spiel unten in die Kommentare und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, mach's gut, haut rein und tschüss.